Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. So, da wären wir auch wieder bei Beyond the Souls. Und ich muss sagen, das Outfit gefällt mir einfach mega. Ich mag auch diese Haare lieber als die punkigen, weil es passt nicht zu ihr, diese punkigen, auch wenn es cool aussieht. Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Bitte. Komm schon, Cole. Bitte. Bitte, lass mich raus, nur einmal. Wieso musst du den Nathan alles verraten? Es tut mir leid, Prinzessin, aber ich kann nicht. Ich kann da nichts machen. Gitarre. Okay. Sind jetzt bestimmt abgefallen. Aua. Warte mal kurz. Nein, nicht Power. Einstellung, Mitteilung, Pop-up-Mitteilung. Obwohl. Nein. Nee, doch, lass mal. Ich will wenigstens Informationen, wenn ich Trophäen habe, sonst. Sonst müsste ich alle meine Freunde nämlich ausschalten, oder wenn ich Trophäen-Nachrichten bekomme. Was? Mach schon einen. Bringt mich nicht weiter. Schluss damit, Jody. Das bringt dir doch absolut nichts. Nein, nicht nichts. Den Fernseher. Gehst nicht. Basta. Genug. Das nützt dir rein gar nichts. Ich meinen Laptop kaputt. Was ich nicht will. Schluss jetzt, Aiden. Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Ich habe auch vielleicht eine Idee. Ja. Ja, sie hat sich beruhigt. Sie hat das ganze Apartment verwüstet, aber. Jetzt ist Ruhe. Okay. So, wer ja, gewinnt? Dann also bis morgen. So was wie Rocky Balboa.
Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber... Du verstehst mich doch, oder? Ich will... Ich muss heute mal hier raus. Ja, ich weiß, aber... Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ist da ein Getränkeautomat was? Kann ja sein, dass man hier auch noch eine Interaktion machen kann. Wäre zumindest cool. Aber. Oh, hallo Cole, Jody. Bisschen spät für einen Ausflug, hä? Cole will nur. Also, wir wollten nur raus, die Sterne ansehen. Heute gibt es wohl Tonnen von Sternschnuppen. Hast du schon gesehen? Also ich weiß nicht, ob Professor Dawkins das so recht ist, wenn du rausgehst mitten in der Nacht. Bitte. Ich meine, es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Und Cole ist bei mir. Und... Ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Okay. Geht weiter. Ich habe euch zwei nicht gesehen. Was ist, Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Hm? Cole, wir sollten dann jetzt wohl mal los. Gute Nacht. Wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wär besser für uns alle. Tja, gut. Ciao. Jetzt geht's schon. Es ging ja nochmal gut. Tja, das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Mach mal das Ding an. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Nicht gerade eine glamouröse Flucht, aber besser geht's nicht. Los geht's, ein. Sei so unauffällig, wie es geht, okay?
Warum muss ich mit ihm hin? Ach ja, ich muss sie rauslassen. Du verzeihst mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? In den Wald. Okay, ciao. Ist doch bald. Ah, ist ein Wald. Ja. Irgendwo muss ich doch hier reingehen dürfen. Ah, da hinten wahrscheinlich. Genau, hier gibt's einen Weg. Tja, hier ist die Bar. Die anderen müssen schon reingegangen sein. Was will die hier? Sind das die anderen? Keiner da. Wir warten. Wie alt sind Sie, Miss? 21. Ich will nur eine Limonade. Nathan wird mich umbringen. Hoffentlich ist es das wert. Ich habe Angst, dass ich was triggere, was ich nicht triggern will. Deswegen gehen wir wieder. Ich würde gerne wirklich viel zeigen, aber es gibt eine Sache, die hier getriggert werden kann, auf die ich nicht scharf bin, weil ich was anderes vorhab. Also, genau, Billard spielen will ich nicht. Vielleicht reden. Verzeihung, heute Abend waren da ein paar Mädchen hier. Ich bin verabredet. Nein, ich habe hier keine Mädchen gesehen. Danke. Okay. Gehen wir wieder. Ich hab dir gesagt, du gehst nicht und du hast nicht auf mich gehört. Weißt du, wie gefährlich das war für Cole und für dich? Verdammt, Jody! Erinnere dich nur mal an Kirstens Geburtstagsparty. Du weißt doch noch, wie das war mit Aiden, oder? Oder?
bin Alten da gar nichts gemacht. Nicht mal demonstriert. Ich versuchte nur, dich zu beschützen. Tut mir leid. Ich wollte einfach raus und einmal so sein wie alle anderen. Einmal so sein wie alle anderen. Barbesucher nicht ausspioniert. Das konnte man auch. Es gibt noch zwei unentdeckte Wege, die wollte ich auch nicht entdecken. Aus DPA geschlichen oder geflohen, an der Angangswache vorbeigekommen. Alles so, wie ich es haben wollte. Wenigstens auch die Bar ein bisschen zeigen. Aber für diesen Durchgang will ich dann nicht, dass in der Bar was passiert. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich's dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Lügner. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben, alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst bei Professor Lügner. Dawkins. Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? Hi, Dark, und danke für den Follow. So ist es das Beste. Auf Wiedersehen. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Wir sollten gehen, Susan. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Ja, bei mir funktioniert die Katze. Ich weiß nicht, warum es bei Liz nicht funktioniert, aber bei mir funktioniert sie. Das reicht. Los, komm. Lass mich doch ein bisschen länger mit meiner Ma. Was fällt dir ein? Ah, ja, das wäre... Aber ich lasse mich nicht auf sein Niveau hier hinab. Julie, wir sind hier. Wir sind immer für dich da. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich freue mich schon auf Detroit Become Human.